Auf der vergangenen Agritechnica stellten die Querneländer ihre neue Pfluggeneration vor. Viele Updates wurden dabei vom iPlog übernommen. Im vergangenen Herbst konnten wir uns den 3300S Variomat intensiver anschauen. Mit der Maschinenüberarbeitung änderte der Hersteller auch die Maschinenbezeichnung. So entstand aus der IG-Baureihe die 2300er und 3300er Serie. Erhältlich ist der robuste Anbaupflug mit 4 bis 6 Körperpaaren. Unser Testflug kam als fünffurchige Variante zum Feld und war mit allem ausgestattet, was das Pflügerherz begehrte. Schon bei der Fahrt zum Feld sieht man das erste Highlight des Pflugs. Er läuft wie ein gezogenes Anbaugerät, aufgesattelt auf dem hinteren Stützrad, hinter dem Schlepper her. Querneland nennt diese Funktion TTS. Besonders bei Kurvenfahrten schert der Pflug nicht mehr aus. Alle Rahmenelemente bleiben zum Vorgänger gleich und auch die Wärmebehandlung des Stahls führt Querneland wie gehabt durch. Da es sich bei unserem 3300S Testflug um eine Vario-Ausführung handelte, lässt sich während des Arbeitens die Schnittbreite jedes Körpers von 35 bis 55 cm verstellen. Als universellen Flugkörper empfiehlt Querneland die Körperform Nummer 28. Das Leitblech ist lang und stark gewendet, um so den Boden bzw. Erdbalken ordentlich zu drehen und abzulegen. Neu im Sortiment ist der Körper Nummer 38, der die gleichen Wendeeigenschaften wie der 28er hat. Er ist jedoch höher, um bei Arbeiten bis 35 cm bessere Ergebnisse zu erzielen. Alternativ zu den genannten Formen gibt es 4 weitere, darunter ein Streifenkörper sowie ein Kunststoffstreichblech für humushaltige, steinfreie Böden. An unserem Testgerät misst der Körperlängsabstand 100 cm. Alternativ dazu gibt es eine Variante mit 85 cm Längsabstand. Ganz ihrer Philosophie treu bleiben die Norweger bei der Steinsicherung mittels Blattfedereinheiten. Neuerdings lassen sich einzelne Federn ganz ohne Entspannen des Körpers hinzufügen bzw. entnehmen. Außerdem sind die neuen Blätter aus stärkerem Material, sodass man weniger Einheiten benötigt. Jedes Körperpaar unseres Testflugs hatte einen Satz Vorschäler montiert. Besonderheit der Einleger ist ihre zentrale Arbeitstiefenverstellung. Dafür sitzt in der Mitte eines jeden Paares ein Kniehebel, der beide Einleger gleichermaßen nach oben oder unten bewegt. Sehr bequem kann der 3300S Variomat hydraulisch in seiner Arbeitstiefe verstellt werden. Dazu war das hintere Stützrad mit einem Hydraulikzylinder ausgestattet. Toll ist nach wie vor der Packomat, also das integrierte Packersystem von Querneland. Die ausführliche Arbeitsprobe mit dem Querneland 3300S Variomat lest ihr in Traction, Ausgabe März-April 2021.